Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil unseres vier Walkthroughs. Nachdem wir beim letzten Mal diese beiden Spezialisten hier unschädlich gemacht haben, gehen wir jetzt weiter durch die Tür, von der sie kamen. Erstmal ein Checkpoint. Und wir statten uns erstmal mit ein bisschen Munition und einer Weste aus. Das Sturmgewehr hat jetzt genügend Munition, dass wir es auch sinnvoll verwenden können. Da hinten ist noch ein Medikit. Sonst ist hier nichts weiter zu sehen. Und wir gehen jetzt durch diese Tür hier durch und fragen wir uns, was uns auf der anderen Seite erwarten wird. Wir hören Soldaten, die wir jetzt klar machen werden. Komm schon. Unterschätzt nie die Macht eines Sturmgewehres. Jo, und weiter geht's nach unten. Wir haben volle Munition für unsere Pistolen, das ist geil. Dann können wir die auch gleich mal nehmen. Wir haben jetzt hier noch ein bisschen Munition. Die Soldaten tragen jetzt auch diese Sturmgewehre. Das heißt, das können wir dann öfter benutzen. So, dann sehen wir jetzt diese beiden Spezialisten da vorne ankommen. Perfekt, knallen die ab. Bam, bam. So, den da auch. Diese Gegner sind eigentlich ziemlich unberechenbar. Man weiß nie wirklich, wann sie sterben, weil sie stehen echt sehr gerne mal wieder auf. Okay, das wird nichts. Ich muss ein bisschen weiter nach vorne gehen. Dieser hat gedacht, ich sehe sie nicht. Lenkt mir alle ins Fadenkreuz, so ist gut. Das gefällt mir. Ja, wir haben schon Rausleben. 50. Gefühlte 50 Soldaten an einem Tag fertig machen. Das geht schon nicht leicht von der Hand. Aber dazu wurden wir ausgebildet. Wozu haben wir schließlich diesen Job angenommen, ne? So, Checkpoint. Soweit ist hier nichts. Wir gehen weiter. Oh mein Gott, nächste Fratze, die wir sehen. Ist wieder der Typ, der wieder abhaut. Lass mal jemand machen. Kontrollieren hier drin. Es wird nichts zu sehen. Gehen wir wieder raus und weiter. So, wir können irgendwie uns nicht schnell bewegen. Wir laufen hier nur in Zeitlupe. Oh mein Gott, 3D vaporisierte Skelette. Ja, ziemlich crazy, diese Aktion. Jetzt, gehen wir wieder zurück und checken mal nach, was wir da... Da, ein Lebensbooster! Ach, Lebensbooster, wie primitiv hört sich das an. Gesundheitsbooster. Das ist eine Gesundheit von 110. Okay, hier ist mal wieder nichts, soweit ich weiß. Dann können wir weiter. Ja, wir laschen natürlich quer durch diese Blutpumpe. Durch diesen dieses Gemisch aus Innereien, Blut, Fett und hast nicht gesehen. Und gehen wir hier durch. Oh mein Gott, was ist jetzt? Oh mein Gott, kleines Mädchen. Kleines Mädchen macht ziemlich viel Terz. Tja, ich denke mal, wir können uns jetzt verabschieden. Wo ist er denn jetzt? Ja, wir sollten mal nach hinten gehen. Das wird ganz ein wenig ungemütlich hier. Und oh mein Gott! Na, ach, Lunge. So, hier werden wir mal wieder ohnmächtig. Klar. Ich glaube, der ist jetzt in diesem Spiel schon dreimal ohnmächtig geworden, soweit ich mitgezählt habe. Und es geht weiter. Wir befinden uns jetzt außerhalb. Im Endeffekt 3, wollte ich sagen. Aber ich weiß echt nicht, wie er überleben konnte. Die Stimme von der Alten kann ich überhaupt nicht leiden. Die ist wirklich primitiv.
statt mir aufzuhelfen, was macht sie? Sie guckt einfach die ganze Zeit auf mich drauf. Nein, das ist kein Wahnsinn. Das ist ein schlechter Witz. Ja. Wir sehen schon wieder neue Soldaten anrücken. Ich meine, neues Kanonenfutter, den hat's erwischt. Ziemlich derbe. Aber das ist nicht unser Problem, solange wir leben. Tja, hättest du mal das Medikit genommen, Kumpel hier. Na. Gangster. Ich denke mal, das sind keine normalen Gangster, von denen wir hier reden. Wir sind in einer Kläranlage. Und wir müssen irgendwie da hinten hin und wir müssen dieses Ding jetzt hier, diese Brücke hier drehen. Was machen wir? Oh mein Gott, was leckt denn jetzt schon wieder so? Was machen wir hier drüber? Das sollte jetzt hinhauen. Jo. Wunderbar. Ich denke mal, wir schwimmen in der Pampa. Oh, das ist fest. So, jetzt haben wir ein Problem. Sorry. Ach nee, hier. Gehen wir da rum. Ich dachte, da liegt noch irgendwas drin oder so. Aber nein. Ich spiele das besser als beim ersten Mal, muss ich dazu sagen. Zum ersten Mal bin ich jetzt mindestens schon... Was ist da? Das ist doch ein Reflexbooster. Da war ich doch gar nicht so verkehrt. Nehmen wir den doch gleich mal. So, wo war ich? Ach ja, beim ersten Mal bin ich, seitdem ich hier war, bestimmt schon 10-mal gestorben. Ja. Wenn man das jetzt so sieht, ist das ein ziemlicher Fortschritt, wenn ich das so sagen darf. Okay, ich hab's auch schon mal durchgespielt, also bin ich darin relativ geübt. Ja. So ist das. Wenn man da unten rein, da geht's dann wahrscheinlich rein. Also... Folge mir dem Ruf doch einfach mal da reinzugehen. So. Nichts als Flaschen. Die Lichter flackern. Es ist dunkel. Noch mehr Lichter flackern. Das ist eine Stelle, wo ich jetzt am liebsten das Spiel... Beim ersten Mal habe ich hier wirklich ausgemacht. Hört ihr das, wie der Typ atmet? Das ist unnormal. Mein Gott. Hört ihr das, wie der atmet? Ja, ziemlich Schiss, oder? Wenn ihr wüsstet, wie ich beim ersten Mal geatmet habe. Jetzt hört er auf zu atmen und wenn wir jetzt da runter gehen, dann fängt er wieder an zu atmen. Das ist geil. Sorry. Da liegt noch ein Medikit. Was wir sehr gut brauchen. Was ist denn jetzt los? Wir kommen nicht mehr weiter. Ich höre schon wieder gegnerisches Kanonenfutter. Ich denke mal, die werden wir gleich mit Kugeln durchlöchern. Kopfschuss. Nein, doch kein Kopfschuss. Das ist ein halber Kopfschuss. Aber den hat's auch erwischt. Hier liegt eine Weste, Panzerung. Ist immer gut. Wir rücken weiter, sammeln Munition ein, gucken, ob hier irgendwelche Extras liegen. Liegen nicht, also gehen wir weiter. Und wir befinden uns... Den habe ich gerade daran gehindert, eine Granate zu schmeißen. Seht ihr das? Man denkt immer, die sterben, weil das Blut nur so in Fontänen spritzt und dann leben die doch noch. Das kann ich absolut nicht leiden. Na komm, geh auf. Machen wir das auf die... Ah, wir müssen abbrechen. Na gut, dann bis zum nächsten Mal, Leute.